Hi und herzlich willkommen bei Tactical Gunny Beard. Wenn ihr hier neu seid und euch die Videos gefallen, die ich mache, dann bitte folgt mir, abonniert und drückt die Glocke, damit ihr kein neues Video verpasst. Und folgt mir doch auch bitte auf Instagram, denn da werden viele Bilder und Videos hochgeladen, die ich hier auf YouTube nicht zeige. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann schreibt einfach, kommentiert. Ich und alle, die mir mithelfen auf diesem Channel, freuen sich, euch hier Antworten zu geben und Informationen zu geben, die ihr braucht. So, heute mal zu einem ganz anderen Thema. Bestimmt habt ihr in Filmen schon ganz oft was von Schalldämpfen gehört. Aber ihr fragt euch natürlich, ist das wirklich so wie im Film? Hört sich da genauso an? Gibt es in echt wirklich Schalldämpfer, die so gut funktionieren? Die Antwort ist klar, es gibt Schalldämpfer, die so gut funktionieren, dass man natürlich ohne einen zusätzlichen Gehörschutz mit einer Waffe schießen kann, ohne sich irgendwelche Schäden am Ohr zuzufügen. Wie legal sind die denn jetzt in Deutschland? So, für jeden, der sich nicht auskennt mit dem Waffengesetz in Deutschland, auch hier darf man Waffen schießen und auch Waffen besitzen. Als Sportschütze, als Jäger, diese Möglichkeiten gibt es und selbst ohne den Besitz einer Waffenbesitzkarte ist es doch möglich für euch als Gastschützen in einem Schützenverein oder mittlerweile immer für weiter verbreiteten Schießkinos einfach am Schießen teilzunehmen. Jetzt ist die Frage, wie legal sind Schalldämpfer und kommt ihr mal in den Genuss, so einzuschießen? Schalldämpfer sind leider nur für Jäger legal. Das heißt, ein normaler Sportschütze hat leider kein Anrecht auf einen Schalldämpfer. Ob das Ganze jetzt Sinn macht oder nicht, darüber wird sehr viel diskutiert. Aber das lassen wir heute einfach mal beiseite. Wie gesagt, ein Schalldämpfer ist nur für Jäger und nicht für Sportschützen zu erlangen. Und dieser ist gleichzusetzen mit einer Waffe. Das heißt, ein Schalldämpfer bekommt einen genauso wertigen Eintrag in die Waffenbesitzkarte wie eine Waffe. Dann gibt es aber auch für den Jäger, so wie momentan noch legal für den Sportschützen, die Alternative, den Feuerschlucker. Der Feuerschlucker, von denen haben die wenigsten vielleicht bisher gehört, der ist dafür gemacht, das Licht des Mündungsfeuers zu schlucken, deswegen Feuerschlucker. Das Mündungsfeuer wird geschluckt, so dass ein Jäger zum Beispiel auch bei Nacht mit Nachtsichtkamera das Wild noch verfolgen kann, ohne dass das Mündungsfeuer die Nachtsichtgeräte beeinflusst und überblendet. Ein Feuerschlucker sieht optisch genauso aus wie ein Schalldämpfer, ist aber im Innern etwas komplett anderes. Zum Vergleich, ein Schalldämpfer zum Beispiel besteht aus mehreren Kammern innen drin. Im Schalldämpfer selber wird der Schall gebrochen. In einem Feuerschlucker ist aber der Feuerschlucker selber hohl. Das heißt, da wird nicht der Schall gebrochen. Dennoch ist der Knall am Ende nicht so laut wie vorher, aber er ist noch deutlich hörbar. So optisch natürlich genau dasselbe, aber die Funktionsweise ist doch sehr verschieden. Was jetzt vielleicht jemand, der nichts mit Schießen zu tun hat, auch nicht weiß: Ein Schalldämpfer, wenn man ihn benutzen möchte, wie zum Beispiel im Film, benutzt man einen Schalldämpfer nur mit Munition, die sich im Unterschall befindet. Das heißt, schwach geladene Munition, Subsonic Munition, sprich Unterschall, ja, das ist das englische Wort, Subsonic. Mit einer vollgeladenen Munition würde der Schall selbst für den Schalldämpfer nicht zu brechen sein. Denn da ist immer noch zu viel Druck dahinter. Das heißt, man muss schon mal den Druck von vornherein mindern durch eine reduzierte Ladung. Und dann hat man natürlich viel mehr Erfolg damit, auch den Schall zu brechen und zu dämpfen. So, und zur Veranschaulichung habe ich euch jetzt ein paar Videos gemacht. Ich habe mit beidem geschossen, mit Feuerschluckern und mit Schalldämpfer, mit verschiedenen Gewehren und noch dazu mit Subsonic-Munition und normal geladener Munition. Da hört ihr dann auch quasi wirklich den Unterschied, schafft ein Schalldämpfer oder wie viel schafft ein Schalldämpfer denn zu dämpfen von einer normal geladenen Munition und wie viel schafft er zu dämpfen bei einer Subsonic-Munition. Das gleiche beim Feuerschlucker und dann würde ich sagen, ihr schaut es euch einfach mal an. Ich werde ein paar Daten mit reinschmeißen, damit ihr auch ein bisschen so die Unterschiede seht und dann könnt ihr selber urteilen, ähnelt es dem Film oder ist es komplett was anderes, als man sich darunter vorstellt. Im Film hört man meistens so ein Ploppen. Ja, da tun die so quasi, als würde man den Knall der Munition, das Entzünden der Munition im Verschluss nicht hören. Ganz so ist es leider nicht. Also da haben wir doch schon sehr viel von Hollywood implementiert bekommen. Urteilt selbst, schaut euch die Videos an. Mir hat es riesen Spaß gemacht, das Ganze mal zu schießen, auch selber mal zu sehen. Und wenn ihr mehr Fragen drüber habt, dann bitte schreibt sie unten rein. Ich beantworte euch soweit, wie ich kann, alles. Und dann viel Spaß bei den folgenden Videos.
eine. Okay. Alter Schwede, hä. Andere Druckwelle auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ein großer Unterschied, ja. Jetzt. Gut, okay. Passt. Hast du den Hund getroffen? Losgegangen? Ist losgegangen. Hä? Ist losgegangen, ja. Jetzt habe ich keine Subsonic mehr. Ich sehe echt losgegangen? Ja. Okay, das war's. Aber ich hab's drauf. Was auch immer. Ja, das ist peinlich. Warte,
schießen wir es ja immer noch so. Weiterhin wollte ich euch nochmal frohe Weihnachten nachträglich wünschen, denn ich war über Weihnachten ziemlich beschäftigt. Deswegen kam dieses Video auch ein bisschen später als erwartet. Und ich hoffe, ihr habt noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn dieses Video sollte eigentlich noch vor Silvester fertig sein. Und ich hoffe, dass ich das noch rechtzeitig schaffe. Und auch im nächsten Jahr habe ich sehr, sehr viel geplant und sehr, sehr viel vor. Ich hoffe, dass das alles so schnell wie möglich abläuft, dass ich euch hier tonnenweise neue Videos geben kann. Ich hoffe, ihr seid gespannt und ich hoffe, ihr werdet mir weiterhin folgen. Und seid genauso interessiert an dem Thema wie ich, denn ich möchte hier alles Mögliche dazulernen. Ich bin lange noch kein Experte, aber ich bin super interessiert und momentan bin ich viel unterwegs und schieße sehr viel und habe daran sehr, sehr viel Spaß, wie ihr auch in den Videos hoffentlich sehen könnt. Wie gesagt, dieses Thema war für mich auch so sehr interessant und neu. Seht es mir nach, wenn ich euch nicht alles beantworten kann. Es wird auch ein bisschen dauern vielleicht, wenn ich auf die ein oder andere Frage nicht gleich antworten kann, weil ich auch die ganzen Informationen einholen muss von den Leuten, die mir da geholfen haben, mit denen ich geschossen habe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Ich wollte das heute einfach ein bisschen anders aufziehen als die letzten Videos. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und für die ganzen Views bisher. Hat mich riesig gefreut dieses Jahr. Ja, war für mich eigentlich ein toller Start. Auch wenn ich ein paar Videos rausgenommen habe, die meiner Meinung nach einfach nicht so kamen, wie ich das wollte. Ich habe dafür zwar viele Einbußen gehabt an Views, aber das ist mir eigentlich relativ wurscht. Ihr habt jetzt hier auch die Chance gehabt, mal was anderes zu sehen. Und darum geht es mir, euch die Sachen zu zeigen, die einfach interessanter sind und die einfach viel schöner sind. Wie gesagt, euch einen guten Rutsch und dann bis zum nächsten Mal bei Tactical Gunny Beard. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann. Gunny out.